Rap. Und herzlich willkommen zur Rap-Show. An der Flair MC Boogie Front könnte es noch einmal ungemütlich werden, ganz anders als für Jizzes in seinem Gerichtsprozess, denn hier wird er abermals entlastet. Ich bin Mr. Rap, dranbleiben. Hey, mein kleiner Alpha-Strolch, willst auch du so aussehen wie ich? Dann bräuchtest du eine bunte Maske. Wenn du aber so aussehen willst wie die ganzen muskelbepackten Rapstars da oben, dann ab zu Sekt Plus und mit dem Code RAP10 gibt's nicht nur 5, nicht 7, nicht... Also doch, ja, 10% Rabatt. Die Zeiten, in denen der Beef zwischen Flair auf der einen und Boogie und Belasch auf der anderen Seite durch zahlreiche öffentliche Ansagen ausgetragen wurde, diese Zeiten scheinen vorbei. Schon seit längerem hat man von dieser Front eigentlich nichts mehr gehört. Vielleicht könnte sich das nun allerdings ändern. Denn Boogie legte noch einmal ein klein bisschen nach. So postete er gestern zunächst ein älteres Foto von sich von wohl circa 2004 und schrieb hierzu, das Foto sei entstanden, als er den Kameradenweg kurz verlassen musste, nachdem eine Situation in seinem Bezirk eskaliert sei und er tagelang bewaffnet am Block die Stellung gehalten habe. Weiter schreibt Boogie, Zitat, zu dieser Zeit habe ich die Wohnung nie ohne eine Schusswaffe verlassen und außer Deso Doc und wenige andere wurde ich von der Szene gemieden. Wenn ich mir vorstelle, dass Leute wie Flair heute Eier bekommen haben und meinen Namen in den Mund nehmen, ist das ein Phänomen, was das Internet erschaffen hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Diese Marionetten, die wir Studiogangster nennen, wissen ein Scheiß von diesem Leben. Hui. Hier also nochmal ein kleiner Seitenhieb gegen Flair. Noch einen dieser Sorte gab es dann in einer Instagram-Fragerunde von Boogie. Hier wird Boogie nämlich gefragt, wie sein Verhältnis zu Bastelton Hengst sei und Boogie antwortet folgendes. Sein Bruder Mr. Long ist mein Atze. Deswegen drücke ich 3 Augen zu, dass er manchmal grinst, wenn sein Partner die Ratte stichelt. Huiuiui. Eine wirkliche Reaktion von Flair gab es diesmal nicht. Eine klitzekleine Kleinigkeit allerdings doch. So retweetete Flair nämlich einen Tweet darüber, dass man von Boogie und Belasch nichts mehr gehört hätte, seit diese random gegen Flair geschossen hätten. Zitat, scheint sich die Masche ja voll ausgezahlt zu haben für die beiden. Mehr gab's nicht. Bleibt also abzuwarten, ob da in den nächsten Tagen noch mehr passiert. Bis dahin wird Flair ja laut Plan erst einmal heute im Bushido-Arafat-Prozess aussagen. Ich schätze mal, da werden wir morgen mal wieder eine schöne News drüber rausballern können. Ein anderer Prozess, der derzeit läuft, ist der gegen Jizzes und hier war bereits am Montag ein recht interessanter Verhandlungstag. Wir erinnern uns kurz. Bereits letztes Jahr gab's Version 1 des Prozesses wegen den Vorwürfen versuchter Diebstahl, Körperverletzung, BTM und Waffenbesitz. Damals endete das mit einem ordentlich dicken Urteil. Haftstrafe, 18 Monate und mehr als 500.000 Euro Geldstrafe. Jizzes ging dagegen das Urteil vor und jetzt läuft daher der Berufungsprozess, wo das ganze Ding nochmal aufgerollt wird. Und so ging es am Montag dann zunächst um den versuchten Diebstahl. Hier wird Jizzes vorgeworfen, er soll nachts an einer Tankstelle versucht haben, aus einem Krankenwagen eine Sauerstoffflasche zu klauen. Jizzes selbst sagte hierzu, er habe nichts klauen wollen, sondern sei quasi einfach auf Suff als Joke in den Krankenwagen rein. Diese Version bestätigte dann jetzt auch die 22-jährige Praktikantin des Rettungsdienstes, die an dem Abend anwesend und jetzt im Zeugenstand war. Laut ihr sei es nämlich nicht realistisch, dass Jizzes versucht haben soll, eine Sauerstoffflasche zu klauen, da eine Zivilperson sowieso nicht wisse, wo in dem Krankenwagen irgendwas ist. Der Vorwurf wegen versuchtem Diebstahl sei für sie daher unverständlich. Laut ihr sollte es, wenn dann, eine Anzeige wegen Beleidigung geben, da sie eben von Jizzes an diesem Abend bei dieser Aktion beleidigt worden sei. Jizzes wiederum entschuldigte sich im Prozess erneut bei ihr und versprach, er werde so etwas nie wieder tun. Für die Zeugin war die Sache damit dann offenbar geklärt. Als zweites ging es dann am Montag um den angeblichen Drogenbesitz. Bei einer Hausdurchsuchung bei Jizzes hatten Beamte Marihuana gefunden. Hierzu sagte dann allerdings abermals Coach Aaron aus, dass er zu dieser Zeit in der Wohnung von Jizzes gewohnt habe und der Stuff demnach auch ihm und nicht Jizzes gehören würde. Also eigentlich wird auch in diesem Prozess, wie bereits in dem davor, Jizzes von so gut wie allen Seiten entlastet. Man könnte denken, das sieht ja eigentlich ganz gut aus für Jizzes, allerdings kam ja letztes Mal trotz dieser Aussagen dennoch halt Haft- und Geldstrafe raus. Kritisch. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Was denkt ihr? Wie geht's bei Flair und Boogie weiter? Und was ist eure Prognose für das Jizzes-Urteil? Ihr seid doch alle Juristen. Also ab in die Kommentare. Wir sehen uns morgen und bis dahin, was das von mir, abonnier und aktivier die Glocke. Ja, was denkst du denn, Junge?